Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute, seit langem wieder, sind ja einige Monate jetzt vergangen, wo ich ein Video das letzte Mal hochgeladen habe, das war glaube ich im Januar, werde ich ein Unboxing von Denali Plants machen, von neuen Pflanzen. Ich habe auch übrigens jetzt meinen Shop nochmal ein bisschen überarbeitet und das Overlay hat sich geändert. Könnt ihr mal unten in der Videobeschreibung gucken, wie das aussieht. Da findet auch ihr alle Pflanzen, die wir jetzt hier unboxen, findet ihr meinen Shop. Also ich würde sagen, los geht's. So, dann geht's auch schon weiter. Gerade ist die Kamera ausgegangen, weil Speicher voll war. Musste ich gerade erstmal alle möglichen Sachen runterschmeißen, damit es hier wieder von vorne losgehen kann. Richtig. Also, hier habe ich eine Neuheit. Ich hoffe, man kann es erkennen. Das ist Didyphyllis diranda. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Habe ich jetzt neu im Sortiment. Dann habe ich auch noch eine sehr schöne Rarität. Und das ist schon eigentlich schon fast meine Lieblingspflanze. Das ist Cryptocurrine Speak SP, meine ich natürlich Flamingo. Hier habe ich eine bessere, sieht man. Die ist richtig schön pink, wie halt ein Flamingo. Dann haben wir noch eine andere Cryptocurrine. Das ist eher so eine für den Hintergrund, die kriegt richtig große Blätter. Ist auch neu in mein Sortiment, also ihr seht, bei mir kommt richtig viel neu im Sortiment. Genauso wie hier die Mini-Variante von der Hydrocotyle tripatita. Ist auch ungefähr eine Lieblingspflanze schon von mir, weil ich finde die schon top. Ich mache die mal hier so. Ah. So. Schönes, volles Töpfchen. Ihr bekommt ja dann jetzt übrigens dann bekomme ich jetzt hier Pflanzen von Denali Plants Tropica und Aquaart. Dann haben wir hier eine Blüsker Japonica. Mache ich mal auch das Ding ab. Das geht ganz schön schwierig. Auch eine top schöne Pflanze. Habe ich jetzt schon länger im Sortiment. Ich weiß noch, im Winter war die Qualität von denen immer. Ich habe die immer bei Tropica bestellt. Die werde ich auch bei Tropica und Denali Plants bestellen. War die nicht so gut. Also die waren sehr, ziemlich faulig und es kamen viele Reklamationen. Da habe ich schon überlegt, ob ich die aus dem Sortiment rausnehme. Habe mich aber dagegen entschieden, weil ich die halt schon sehr schön finde. Und jetzt hat sich die Qualität, ist eindeutig besser geworden. Das liegt anscheinend an der Kälte, dass die Kälte empfindlich ist. So, dann die haben wir. Dann haben wir hier das neu, das ist so eine Art Akzentpflanze. Hier das Etikett mal. Das ist Helatium Telium Red. Jetzt will die nicht mehr darauf. Doch. So. Dann machen wir noch mal hier die Cryptocurrine SP Flamingo auf. Finde ich eine sehr schöne Pflanze. Es werden zukünftig auch wieder neue YouTube-Videos kommen. Ich habe jetzt mehr Zeit, also die letzten Monate war sehr viel zu tun an Pflanzenbestellungen und shopmäßig. Jetzt habe ich mehr Zeit. So, das waren die In-Vitro-Pflanzen. Ich habe nicht so viele In-Vitro-Pflanzen, dafür viele Top-Pflanzen bestellt. So, bin ich selber erstmal überrascht, was ich alles bestellt habe. Weiß ich nämlich nicht mehr richtig gar nicht. Das ist schon, ja, fast eine Woche her, dass ich bestellt habe. Die mache ich mal auf. Das ist eine Anubias Nana Jade. Auch neu im Sortiment.
Bild hübsch. Alle Produkte, die ich euch zeige, sind in der Videobeschreibung auch verlinkt. Dann haben wir hier dann eine nächste Anubias. Die hat ein unschönes Blatt, aber das macht jetzt nichts. Das ist die Anubias Batria Cody Leaf. Die ist halt wie gesagt auch neu im Sortiment. Also alles, was ich hier euch zeige, ist eigentlich neu im Sortiment. Dann haben wir hier die Anubias Kana Creme. Aber wenn ich mir die gerade so angucke, die sieht gar nicht gut aus. Seht ihr das? Da muss ich gucken, ob die das überlebt. Ja, die sieht auch nicht besser aus. Also da muss ich gucken, echt, dass ich die noch aufpäppel. Ja, dann haben wir hier auch noch eine schöne Kryptokorin. Die hätte ich jetzt ehrlich gesagt größer mir vorgestellt. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass die so klein ist. Kryptokorin Lutea Hobbit. Ist ja wirklich richtig klein. Warte. Ah, hier. Das ist auch noch. Auch neu im Sortiment, oder besser gesagt neu alt im Sortiment. Anubias Nana Gold. Mal gucken, was haben wir denn hier noch? Das ist die Hobbit. Ah, die habe ich gesucht. Das ist irgendwie von der Bestellung mein Highlight. Anubias Nana Pinto. Ich finde, die hat eine schöne Maserung. Dann haben wir noch Anubias Nana Bonsai. Ups, war aus der Hand gefallen. Auch neu. Oh ja, eigentlich gar nicht mehr zu sagen, ist ja eh alles neu. Dann Kryptokorin Lonciers. Hat ein gelbes Blatt, jetzt sehe ich hier, oder zwei, das ist aber nicht schlimm. Ist normal bei Pflanzen. Ja. Die sollten eigentlich schon gestern ankommen. Also heute, wo ich das Video aufnehme, ist Donnerstag und wahrscheinlich werde ich es Sonntag hochladen. Ja, und eigentlich sollte es Mittwoch, sollten die Pflanzen ankommen. Aber DHL hat Verspätung gehabt. Dann hier auch eine neue Pflanze. Das ist eine hier, die. Könnt ihr euch mal den Namen angucken. Ist auch neu. Presseria SP San Paolo. Sao Paulo. Also bei manchen Namen, da bin ich mir auch nicht sicher, wie man die ausspricht. Verzeiht mir, wenn ich die da falsch ausspreche. Dann noch eine Kryptokorin. Ich habe hier ganz viele Kryptokorin bestellt. Kryptokorin Valky war Lingori. Auch eine ziemlich kleine Krypto. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also, das überrascht mich echt. Naja, und das hatte ich mir eher vorgestellt. Hier, Kryptokorin Lothea ohne Hobbit. Die ist größer. Das sieht man ja.
guck mal, ob ich jetzt hier irgendwas übersehen habe. Ah, die sieht nochmal, diese Anubersmann auf jeden Fall, die sieht schön aus, finde ich. Also, es ist ein wahres Highlight, finde ich, mit der Masong. So, dann sehen wir uns gleich wieder. So, das war's auch schon mit diesem kleinen Unboxing. Also in Zukunft wird es wieder mehr Videos geben, auch Unboxings, wenn ich vor allem neue Pflanzen habe. Und es wird auch in der Zukunft mal ein Vorstellungsvideo geben, wo ich die ganzen Raritätenpflanzen euch zeige. Also da sammle ich dann alles, was ich so habe und stelle sie euch mal vor. Es ist ziemlich eine Menge geworden. Das kann ich euch sagen. In diesem Sinne, wenn euch das gefällt und ihr mich weiter unterstützen wollt, dann abonniert doch diesen Kanal, liked dieses Video und schaut mal bei meinem Online-Shop vorbei und sagt mir, wie ihr dieses neue Overlay meines Online-Shops findet. Alle Pflanzen findet ihr dort gelistet. Könnt ihr dir bestellen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Raphael von Aquascaping for Life. Ciao.